Guten Tag, ich bin Grigori Katz, Kontrabass. Ursprünglich komme ich aus Russland, aus Moskau. Ich bin in Berlin aufgewachsen und seit 2004 spiele ich im Sinfonieorchester St. Gallen, mit hier in St. Gallen zu Hause. Zuerst habe ich Geige gespielt. Mit 5 habe ich angefangen. Mit 12 habe ich mich verliebt in den Kontrabass. Und so habe ich zum Bass gewechselt und bin ein Bassist geworden. Später habe ich den allen erzählt, dass der Kontrabass zwar nur ein bisschen größer als eine Violine ist, dafür aber viel zarter und seelenvoller klingt. Der Kontrabass ist das Größte, das Tiefste und wie wir die Bassisten sagen, das schönste und das wichtigste Instrument von allen Streichinstrumenten und bildet das Fundament des Orchesters. Der Kontrabass stammt von der Violone ab und die sich wiederum aus zwei Instrumentenfamilien entwickelt hat. Zu einer Hälfte von der Geigenfamilie und zu der anderen Hälfte aus der Familie Viola da Gamba. Deswegen wurden und werden Kontrabässe in unterschiedlicher Form gebaut. Mal haben sie eine Violinform, mal eine Gamba ähnlich. Oder gar eine Mischung von zwei Formen. Kontrabässe wurden auch in verschiedenen Größen gebaut und mit unterschiedlicher Anzahl von Saiten. Es gab dreiseitige Kontrabässe, vierseitige und fünfseitige Kontrabässe, sogar mit 6 Saiten. Es war ein experimentelles Instrument in Gambenform, hatte Bünden am Griffbrett wie bei der Gitarre und man nannte es Arpeggione. Und für dieses Arpeggione-Instrument hat Franz Schubert seine berühmte Arpeggione-Sonate komponiert. Kontrabässe wurden auch in verschiedenen Stimmungen gespielt. Die heutigen Kontrabässe haben 4 Saiten oder im Orchester werden 5-seitige Kontrabässe gespielt. Gestimmt sind sie in Quartintervallen von oben nach unten. G, D, A, I. Oder geh du alter Esel und hole ein H oder C, das ist die 5. Saite. Und die klingt sehr saftig, schön und tief und braucht sogar ein bisschen mehr Zeit, um in voller Schwindung zu gelangen. Viele Komponisten haben sich für Kontrabass begeistert und haben wunderbare Musik komponiert. Für Kammermusik in verschiedenen Ensemblebesetzungen, für Kontrabass-Solo, für Kontrabass und Klavier, für Kontrabass und Orchester. Und in der Orchestermusik, Komponisten lassen wichtige Solopassagen Kontrabass spielen. Wie zum Beispiel ein russischer Komponist, Igor Strawinsky, in seiner Ballettsuite Pulcinella komponiert 1922. In seiner ersten Sinfonie, im 3. Satz, dem Trauermarsch, wo die Tiere ihren Jäger beerdigen. Begleitet von den Paukenschlägern. Pum, 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 pum. Kommt euch diese Musik ein bisschen bekannt vor?
Ja, richtig. Das ist doch der Bruder Jakob. Ein bekanntes Kinderlied von Gustav Mahler bearbeitet und in seine Sinfonie eingebaut. Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du doch, schläfst du doch. Hör du nicht die Glocken, hör du nicht die Glocken, din, don, din, din, don, din. Oder man kann es noch eine Oktave tiefer spielen. Es klingt zwar ein bisschen ungewöhnlich, aber um die fünfte Saite nochmal klingen zu lassen. Hoffentlich sehen wir uns bald hier in Tonhalle St. Gallen. Ich freue mich auf euch und wünsche viel Spaß beim Erkunden anderer Instrumente. Wiedersehen!